these days. They call themselves Risky Devil. See new moves, killing it. Everybody loves an outlaw. Someone fighting against the system. So you gotta ask yourself, are you the kind of driver who's in for the rush? Okay, wir haben jetzt zwei Kandidaten, die hier für Need for Speed anstehen. Warum genau stellt ihr denn an und nehmt die lange Wartezeit in Kauf? Das zweite nochmal bitte. Warum nehmt ihr hier die lange Wartezeit in Kauf? Ja, weil wir natürlich das neue Spielerlebnis testen wollen und gucken wollen, ob uns das Spiel gefällt, ob wir uns das dann kaufen. Und was erwartet ihr von dem Spiel? Irgendwas Besonderes? Ja, man hat diese Spiele schon vorhin auch schon mal gespielt, man hat viel über die gehört, man erwartet viel. Dann freut man sich hier zu sein und die neuen Spiele zu testen. Natürlich ist die Erwartung dann groß. Okay, wir nutzen mal ganz kurz eine kleine Spielpause von jemandem, der gerade Need for Speed angespielt hat. Wie gefällt es dir bisher? Erster Eindruck? Ja, ist gut. Gefällt mir. Besser als die letzten, auf jeden Fall. Was genau findest du besser als bei den letzten? Open World, Grafik, Lenkung, so. Ansonsten konnte ich nicht viel testen, weil kaputt ist. Also so gut wie alles, aber ist fast besser, oder? Ja, gut, dann spielen wir schön weiter. So, hier habe ich zwei weibliche Messebesucherinnen, die auch für Need for Speed anstehen, für das Neue. Was erhofft euch von dem Spiel? Naja, also eine gute Grafik auf jeden Fall, würde ich sagen, ein paar neue Autos vielleicht und vielleicht, dass es mal wieder so cool ist wie Underground 2 früher. Das heißt, ihr fandet die alten, die letzten Spiele nicht ganz so gut, oder? Ja, also ich war von diesem Most Wanted war ich ziemlich enttäuscht. Also die Geschichte war jetzt nicht so super. Und habt ihr irgendwelche ganz speziellen Anforderungen an dieses Spiel, was so sich wirklich extrem ändern sollte im Gegensatz zu den anderen Spielen? Also da wüsste ich jetzt nicht so viel. Also, ja. Und, aber euch ist es wert, hier so lange anzustehen, dass ihr das spielen könnt? Ja. Ja. Ja, gut, dann hoffe ich, dass es so gut ist, wie ihr es euch vorstellt. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß.